da sind wir wieder heute mit der Praxis bzw. der Inbetriebnahme unseres Braypack 18 Volt. Ich habe schon mal den passenden Lack mitgebracht, damit wir gleich direkt spritzen können. Und das heißt, als erstes müssen wir das Ganze noch einmal mit Wasser durchspülen. Das heißt, wir füllen Wasser oben in den Tank ein, stellen das Gerät auf Umlauf, damit der immer gespült wird. Dann nochmal auf Spritzen, lassen Wasser vorne aus der Pistole rauslaufen und gucken, ob wirklich alles dicht ist. Und dann wird Material eingefüllt. Sollte mal kein Wasser angesaugt werden, dann könnt ihr hier drin noch einfach auf den Knopf drücken. Damit wird das Einlassventil gelöst, falls es mal verklebt sein sollte. Und beim Wasserablassen über den Schlauch zieht ihr am besten erst den Abzug und dann stellt auf Spritzen, damit ihr keinen Rückstoß habt. Anschließend daran können wir das Gerät dann mit Material befüllen. Wenn wir den Umlauf spülen, empfiehlt es sich, den Rücklaufschlauch einmal rauszunehmen, damit das restliche Wasser in ein Leergebinde läuft. Danach stellen wir das Gerät auf Spritzen, lassen das restliche Wasser in ein Leergebinde laufen und können dann auf die Fläche gehen. Bevor wir jetzt auf die Fläche gehen, müssen wir noch die Materialmenge einstellen. Das können wir hier an dem Regler machen. Da habt ihr die Stufe 1 bis 5, die ihr auswählen könnt. Wir nehmen jetzt Stufe 5, weil wir auf der ganzen Türfläche halt zügig arbeiten wollen. Bei kleineren Bauteilen könnt ihr das entsprechend noch runterregeln. Den Druck, den können wir natürlich nicht einstellen. Der liegt jetzt hier standardmäßig bei 110 Bar. Es macht natürlich Sinn, noch einmal Probe zu sprühen, ob das Spritzgut auch wirklich in Ordnung ist. Dann nimmt einfach ein Stück Pappe oder ein Stück alte Tapete. Dann können wir loslegen. So, Lukas ist jetzt fertig mit Spritzen, deswegen einmal Maschine ausschalten, um auf Umlauf stellen, damit wir keinen Druck mehr auf dem Schlauch haben. Da wir jetzt in die Pause gehen und damit eine kleine Arbeitsunterbrechung haben, hier nochmal der Hinweis, einmal die Düse an der Pistole querzustellen, darauf zu achten, dass die Sicherung drin ist und dann in ein Leergebinde stellen mit etwas Wasser. Damit vermeiden wir Antrocknung an der Düse und könnten dann quasi kurz danach direkt weiterarbeiten. Wir sind jetzt aber soweit fertig und im nächsten Video geht es ja um die Reinigung, deswegen sagen wir erstmal ciao, ciao und bis nächstes Mal. So, bevor wir jetzt loslegen, nochmal.